Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Madison. So, wir haben ja letztes Mal diese Uhr gefunden, die nicht fertig ist. Und wir haben diesen Haken, an dem wir diese Uhr hängen könnten. Ich gehe davon aus, wir müssen die irgendwie beschweren. Ich habe erst gedacht, hier mit diesem komischen Stein. Wir haben ja diesen blöden Stein dabei. Den da. Aber den können wir nicht nehmen. Und ich denke mal, wenn wir die beschweren, dann wird irgendwas wieder ausgelöst. Irgendeine Tür geht auf oder was weiß ich, ne? Das gilt es herauszufinden, aber ich weiß nicht, was ich mit der Uhr machen soll. Ich habe kurz überlegt, ob die... Wieso ist denn jetzt das Licht aus? Oh, ob die Uhr auf dem... Oh Gott, da wird mir ganz anders. Ob die Uhr auf dem Sofa... Ach, das Licht ist nicht... Oh, die Tür ist zu. Ich habe schon gedacht. Ob die damit zu tun hat. Aber da ist ja eine Uhr an sich ist ja dran, ne? Wir müssten die ja von hinten quasi bestücken, ne? Also an Innenleben. So. My whole Licht body und, is going ne? up. Why is this happening to ja, me? Das müssen wir noch herausfinden, was wir mit der Uhr machen. Aber ich denke mal, wenn wir die beschwert haben, werden wir irgendwo hinten vielleicht eine Tür wieder öffnen können. This must be a combination or something. Der rote Safe. Gehe ich jetzt von aus. Hat das einen Grund, dass das schwarz und rot ist? Das habe ich nichts zu schreiben hier, ne? Ein Kugelschreiber. Ja, mal so. So. Also. Links wären. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11. Nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7R. Und links haben wir dann nochmal 4, ne? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das vom roten Safe ist, wegen der roten Umrandung. Okay, also 11. 11 links, 7 rechts, 4 links. Okay, hier ist zumindest wieder Licht an. Ist immer noch zu. Oh, ich habe richtig Paranoia, wenn ich hier um die Ecke gehe, dass die Oma hier irgendwo steht. Die ist jetzt so oft aufgeploppt in letzter Zeit. Oh, hier, guck mal, hier ist wieder alles zurückgeräumt. Da kommen wir wieder gar nicht mehr rein. So. Ja, grundsätzlich haben wir hier ja soweit alles gefunden, ne? In den Räumen. So. Das heißt, 11 nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ha. Der ist es nicht. Vielleicht andersrum. Oh, pass auf. Also wären es nach links 4. 1, 2, 3, 4. Nach rechts 7. Ich habe mich verzählt. Scheiße. Okay, okay, okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es ist nicht der rote Safe. Wo habe ich denn hier meinen... Malbuch eigentlich da. I don't remember drawing any of these. Ja, aber was sagst du dazu? Going insane? Ja, aber was sagst du dazu? Ist auch keine Idee, ne? Nicht der rote. Was haben wir denn noch zum Drehen hier? Einen weiteren roten Safe hatten wir eigentlich nicht, oder? Hier kommen wir auch noch nicht rein? Nee. Da fehlt uns noch der Schlüssel. Hm. Vielleicht andersrum? Aber er gibt auch keinen Sinn, ne? Einen roten Safe. Auf dem Dachboden war keiner. Hier ist auch keiner. Im Keller war, bin ich der Meinung, auch keiner gewesen.
Oder soll das die Kellertür sein? Die wäre ja auch rot. Oh Gott. Gewitter. Also ein ganz normales Gewitter. An einem ganz normalen Montagabend in einem ganz normalen Haus. Ein Roader Safe. Wir hätten jetzt noch hier die Kiste, da können wir mal was aussortieren. So, wir wollen was einlagern. Das kann weg. Ja, die Uhr behalten wir noch. Ein Safe. Oder kein Safe. Kann ja auch sein, dass das was ganz anderes ist. Marias. Hier haben wir auch nichts drin. Ich hätte jetzt auf Anhieb, hätte ich jetzt echt mit dem roten Safe gerechnet, oder? Ich bin doof. Warte mal. Wir haben ja auch noch die Möglichkeit, dass nur die roten Striche zählen, ne? Dann wären das 5. Wo ist mein Stift? Okay. Wir ändern das nochmal ab hier in 5. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir nochmal 4. Das würde auch Sinn ergeben, weil ganz unten sind ja alle Striche rot und sonst nur jeder zweite. Ich gehe nochmal hin zum Safe. Ich wüsste jetzt nicht, was das sonst sein soll, was wir hier drehen können oder so. Ich habe Oma schon lange nicht mehr gesehen, ne? Ist ganz schön ruhig geworden. Bin mal gespannt, die müsste ja bald anfangen zu singen. Eigentlich, weil wir haben ja schon 87% Spielstand. Dann dürfte bald das Getreller losgehen, gell? Das Geläute. Blaue Knie sind real, sind real, sind real. Blaue Knie sind real. In dem Haus. Ich gehe diesen Flur entlang, Flur entlang, Flur entlang. Habe keine Angst, Angst, Angst. Ist nur ein Dämon. So, das wäre jetzt nach links. 5. Scheiße. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Auch nicht. Das ist ja Crap, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Das muss doch dieser Safe sein. Also, wir fassen zusammen. Ist es rot? Wir haben eine Spirale, also Pfeile in beide Richtungen. Und der kleinste hat eigentlich nur rote Striche, wenn man es so nimmt. Außer die Pfeilspitze selber zählt mit dazu. Da hätten wir jeweils ein mehr. Dann wären das 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nee, warte mal. 6 wären es, ne? Aha! Es war also... Oh, ist das viel Schotter! Guckt sich mal einer die Moneten an und wir nehmen nur den Schlüssel. Das, ist ja so klar. Johnny. So viel Geld. Nimm doch was mit. Die sind eh tot. Als Entschädigung. Schmerzensgeld. Aber wir sind ja brav. Wir beklauen nicht mal unsere toten Großeltern. Ne? Nicht mal das. Muschi. Was? Das, wobei die eh nicht mehr da sind.
Also, so gesehen, Oma ist ja schon noch da, ne? Johnny! Ah, dann kommt da also der Stein ran. Oh Gott. Bist du doof oder was? Ein Fisch. Ein Hase? Eine Ratte. Ah, wir haben hier noch einen Stein. Nehmen wir mal mit. Und einer müsste ja noch hier sein. Oh, nee, das ist der große. Oh, was war denn das? Sind hier Ratten? Also ich kann nichts sehen. Wir könnten den großen noch abmachen. Was ist denn da dran? Eine Schlange. Angenommen, das geht nach Gewicht. Der Fisch kann Guppy sein, das kann aber, sieht aber aus wie ein Hai. Dann ist der Hai das Schwerste, was wir hier haben, ne? Nehmen das auch mal mit. Was ist denn das hier für ein Rattengeräusch? So, dann kommt hier erstmal der Hai ran. Irgendwie werden die Rätsel immer leichter, habe ich das Gefühl. Karnickel. Und die Ratte ist am leichtesten. Muss ich hier eine erschlagen und daran hängen? Hm, doch nicht so leicht. Weil mir die Schlange fehlt. Ah. Das war's nicht. Dann ist hier irgendwas. Irgendwas falsch. Warte mal, der Hai ist am schwersten. Karnickel ist so schwerer als Ratte. Und Schlange? Oder ist der. Ne, die Uhr ist doch nicht so schwer, ne? Könnt ihr ja mal tauschen. Das sah jetzt aber nicht so aus, als ob der weiter runter geht. Das erscheint mir nicht plausibel. Es ist nicht plausibel. Das war so rum schon recht außer. Es darf vielleicht gar nicht so rum sein. Wenn wir den Hai. Was käme als nächstes jetzt? Hai. Jetzt kommt der kleine Stein. Denn der. Und der hing richtig. Ist die Schlange schwerer als die Ratte? So. Sonst müssen wir das nochmal tauschen. Okay, also wir nehmen das mit, das mit. So. Also den Hai wieder als schwersten. Dicke Sau. Ein dicker Fisch. Dann käme der. Ich das doch schon. Ach so, ja. Wer ist denn schwerer? Nicht du, sondern. So vielleicht? Hm. Vielleicht geht das gar nicht nach Gewicht der Tiere. Irgendwas übersehe ich wieder.
Aber wir haben hier keinen weiteren Hinweis, ne? Oh, das ist so eine 2x3 Meter Tafel und wir haben keinen Hinweis. In order to save the bird, the rabbit jumped into the air, leaving all her friends behind. The snake below the rat remained, while the shark in the deeps. This plan designed. Okay, also der Hai bleibt der Dicke. Oh, der ist am tiefsten. Die Schlange hinter der Ratte. Also, nee, tiefer. Die Schlange tiefer als die Ratte. Aber es ergibt keinen Sinn. Dann ist der falsch. Der Hase. Ah, hier kommt die Uhr ran. Kompetenz wird hier groß getrieben. Oh. Hier kommt die Uhr ran. Und die Schlange ist unter der Ratte. Also der Kleine hier. Der da. Das hört sich doch vielversprechend an. Der Vogel ist frei. So, this is the book that everyone was talking about? Und warum gucken wir uns das denn an? Wenn das das verfluchte Buch ist, wo keiner reingucken soll und wird keiner irgendwie interagieren erstmal damit. A long, long time ago, there was a creature whose name was unknown. Entschuldigung. Vor einer langen, langen Zeit war da eine Kreatur, dessen Name unbekannt war. It has always lived alone and was often seen on its own. Diese Kreatur war ständig alleine. Also, oft gesehen, aber immer alleine. Ne? Wir machen das jetzt in Kurzfassung hier. So. Eine frierende, kalte Nacht. Sombre. Was ist ein Sombre? Also ist zumindest in einen 2 Tage lang Schlummer gefallen, weil es so gefroren. By the third day it woke up in blackness. Also es ist im Dunkeln aufgewacht. Mit einer, also Krankheit, so extrem, dass beide Augen in der Dunkelheit verschwunden sind. Kreatur kam aus dem Bett und startete zu kriechen und suchte nach den Augen. So. Ah, und weil er hat nach den Augen gesucht und weil er die ganze Zeit gekrochen ist, sind die Knie blau geworden. Beide. So. It is to this day that it does not have a clue. But that is no excuse to end the pursuit. Alter, wie lange geht das Buch? Ah, okay. So. Also nimm dich vor den Augen in Acht. Gehe sicher, dass du das Licht anhast. Für deine eigene Sicht. Denn du kannst nicht entkommen. Das ist ja doof. Ich will aber entkommen. Ich habe so viel auf mich genommen, um zu entkommen. Ja, genau. Ja, genau. The room has changed. Warte mal, das ist ein Kind. Ja, ehrlich, das ist ein Kinderzimmer. Was kann ich hier machen? Aber ich kann da nicht mit interagieren. Die Tür ist aufgegangen. Okay. Und ich muss hier was... Könnten die Augen suchen und da reinschubsen. Dann sind die weg. Aber hier sind nur Bälle. Da ist das Buch.
Soll ich durch diese Tür gehen? Haben wir hier noch eine Karte vielleicht im Raum? Nee, ne? Auf Anhieb nicht. Also ich soll im Licht bleiben, auf jeden Fall. Hier latsche ich durchs Dunkle. Hier kann ich nichts machen. Hier ist kein Lichtschalter. Das ist nicht mehr die Oma. Ah, wir haben den Raum geöffnet. Cool. Du willst mich wohl verkackscheißern. Wo ist denn die Glotze? Und das Geweih? Und warum liegen hier Wirbel? Und Tabletten. Dachboden ist wieder zu. Oh, es hat sich alles geändert. Lol. Maria ist auch wieder da. Das ist ja wie eine ganz andere Bude. Jetzt ist hier das Büro drin, ne? Hier haben wir Kerzen. Ich gehe davon aus, ich muss was ins Loch schmeißen. Jetzt ist hier zu. Da auch. Gott. Das ist keine vertraute Umgebung mehr. Ich fühle mich jetzt hier nicht mehr sicher. Ich könnte da reingehen. Muss aber nicht sein. Okay, blaue Knie ist sauer mit Mama, weil sie nicht spielen will. Das ist der Dachboden. Alter, ist das verwirrend. Eine blaue Karte? Hä? Das ist ja geil gemacht. Ich gehe da lang, um die Ecke und komme hier wieder raus. Muss ich vielleicht nur diese 5 Karten finden? Jetzt will ich aber, bevor ich da reingehe, einmal so ein paar Bildchen machen. Oh, da kriege ich ja Paranoia. Ich glaube, das wird nicht gut hier. Hä, hier ist der Dachboden mit der Treppe. Aber die ist zu. Das ist schon ziemlich verwirrend. Die Bilder sind weg. Was genau soll ich denn hier machen? Die blauen Karten suchen oder was? Ich habe auf jeden Fall schon mal eine. Das wieder zu. Ach Gott, hier ist dunkel. Da ist zu. Hm. Der ist noch da. Also ich soll im Licht bleiben, ja? Zu meiner eigenen Sicherheit. Was mich jetzt so ein bisschen stört, ist, dass wieder Türen zu sind. Das heißt, ich brauche wieder Schlüssel, oder nicht? Und hier sind überall Kakerlaken, aber ich kann keine... Also ich kriege keine Interaktion, wenn ich hier irgendwas fotografiere. Schnell wieder ins Helle.
Eid soll das heißen. So, blaue Knie sagte mir, dass er Mamis Augen essen möchte. Ich bin aber nicht deine Mami. Also lass meine Augen in Ruhe. Weird. Muss ich die Zettel finden? Den hatte ich, ne? Ja. Sie will nicht spielen. Deswegen ist er sauer. Bleibt mir doch eigentlich nur das hier über, ne? War da unten? Achso. Ach, ich soll die Dinger abspielen. Oder auch nicht. Will ich mir gar nicht anhören. Ist schon in Ordnung. Ich möchte nicht alleine schlafen. Blaue Knie macht immer das Licht aus. Ist hier... Lag der Zettel da vorher schon? Oder liegen die Zettel da immer, wenn ich hier so ein bisschen abgespielt habe? So. Habe ich jetzt hier auch einen Zettel? Ich will das Lied nicht abspielen. Aber ich gehe davon aus, ich muss. Das war eine wahnsinnig dumme Idee, das alles abzuspielen, oder? Dieses Schwein! Er hat mich gefunden. Mir war gerade so, als hätte ich da was gehört. Oh, meine Pumpe, ey. Die ballert aber durch. Jetzt bin ich schon wieder in diesem blöden Kinderzimmer. Aber ich habe ja noch nichts gefunden. Habe ich was im Safe? I know this is impossible, but I think Dad wrote this. Hi, my name is Johnny. Hi, Johnny. Muss ich den Scheiß jetzt ein paar Mal durchmachen? Also immer, wenn ich diese blöde Uhr nehme. Jukebox da hier. Subwoofer da. Orgel. Komm jetzt nicht auf den Namen. The house feels like a maze. Ja. I'm sure this is what Grandma was referring to in her diary. Ja.
er das die ganze Zeit? Ich hab doch. Jetzt bin ich schon wieder in diesem Kackzimmer. Ich war bei den Kerzen. Ich war nicht bei den Kerzen. Schon wieder anders aufgebaut. I have new friend. Ja, toll. Toller neuer Freund. Blaue Knie. Ich bin ein bisschen verwirrt. Vielleicht beruhigt ihn das. Beruhigt. Okay, das war diesmal ein bisschen abzusehen. Wie oft muss ich das jetzt machen? Bis ich in jedem Zimmer so eine Orgel angemacht habe? Gehen wir direkt hier rein. So. Da waren wir schon. Oder? War ich da? Jetzt ist hier zu. So, die haben wir noch nicht angehabt. Ich muss ja diesen Jumpscare jetzt immer und immer und immer wieder durchmachen. Also wenn das wirklich die Quest ist. Aber bis auf die eine blaue Karte. Und der kommt ja jetzt immer, seitdem ich das Ding mal angemacht habe. Oh, cool. Ich wusste das und habe mich trotzdem erschrocken. Aber ich habe zwei blaue Polaroid-Bilder fotografiert. Ja, schon mal was wert. Du hast es bald geschafft, mein Freund. Ist hier vielleicht auch noch eins drin? Nö, sieht schlecht aus, ne? So, in welchen Raum war ich noch nicht? Da war ich jetzt drin. Aber da müsste doch im Büro auch ein blaues sein. Überall, wo so eine... Okay, nee, da nicht. Wo so eine Jukebox ist, oder nicht? Aber die Mistmale ist schon wieder unterwegs. Wo ist denn hier noch eine Jukebox? Ich werde die blauen Karten gar nicht mehr collecten können, weil ich die vorher nicht gesucht habe. Und die Räume verschließen sich ja, nachdem ich die Box angemacht habe, oder? Aber was kriege ich denn, was ich da machen soll? Ich hoffe das nicht. Das ist mir zu kompliziert, ey. Ne, hier ist wieder offen. So. Blaue Karte. 3 von 5. Müsste doch hier auch noch eine sein, oder? Aber wo? Ich soll den wieder anmachen. Hm.
Würde der auch kommen, wenn ich den jetzt nicht anmache? Ja. Ich mache ihn an. Das Lied war noch nicht fertig, Bro. Aber ich habe da auch keine blaue Karte gesehen. Komm, steh auf, das ist nur ein Dämon. Halb so build, Bro. Na komm, wir gehen jetzt einfach mal rechts lang. Nee, ich gehe die ganze Zeit rechts lang. Ich gehe jetzt links lang. La 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 la. Blaue Karte. Oh, hier, da war ich noch gar nicht drin. Um abzuspielen. Blaue Karte, blaue Karte. Ein paar Bilder, Alter. Ich weiß halt nicht genau. Also, wie genau muss ich denn da drauf sein, damit er die Karte nimmt überhaupt? Wir spielen mal schnell ab, bevor der wieder kommt, sonst ist es zu spät. Warum schleppt er mich eigentlich immer in Johnnys Zimmer? Kann ich nicht da aufwachen, wo ich aufgehört habe? So, 5 Gärtchen brauchen wir. Haben wir hier noch irgendwo ein Kabel? Vielleicht mal ein bisschen mehr die Augen aufhalten. Hier sind ja nur die schwarzen. Da wäre eine Möglichkeit. Hier habe ich nichts gesehen, aber ich spiele die Jukebox ab. Wenn der das Licht hasst, ne? Wieso kommt er denn immer zu mir? Der ist ein komischer Typ. Wirklich komischer Typ. Kann ich noch eine machen? Würde ich das schaffen? Ich wandere einfach weiter. Gönnst mir auch gar nichts, ne? Nix gönnst du mir. Ob das wirklich die Quest ist? Oder ob ich hier letztendlich eine halbe Stunde rumlaufe, verprügelt werde, aus dem Koma in dem Kinderzimmer erwache und muss was ganz anderes machen. Die Fotos fotografieren zum Beispiel. Das ist mir nicht ganz schlüssig hier, was ich hier machen soll. Ich spiele es einfach mal ab, es ist ja da, ne? Haben wir hier noch ein Foto? Nee, spiel das Ding ab, bevor es zu spät ist. Verdammt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache das falsch. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie ist mir das hier gerade nicht schlüssig.
Ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll hier. Hier ist ja nichts. Den hatte ich jetzt an. Den hier hatte ich auch an. Und kann den auch nicht mehr abspielen. Es sind diese komischen Musikdinger. Plattenspieler! Oh mein Gott, Nesse, ey. Da sieht er. Oh, cool, ein Foto. Dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin, auf diesen blöden Namen. Wir fädeln mal ein bisschen, ne? Wir haben noch Zeit. Oh, es wird blau. So, und der geht auch nicht. Was ist denn da drin, ne? Das sieht ja weird aus. Sind das die Augen? Mich fleucht das Gefühl, dass meine Zeit vorbei ist. Kommt der da around the corner, ey. Um die Ecke. Aber ich muss ehrlich sagen, dieser Blue Knees, ne? Ich finde den bei weitem nicht so schlimm wie die Oma. Ich fand die Oma heftiger. Die hatte irgendwie mehr Skill gehabt. Plattenspieler, dich kann ich nicht mehr abspielen. Sehr schön. Habe ich erledigt. Dachboden habe ich erledigt. Wie viele fehlen mir denn? Also wie viele gibt es? Hier war ich schon. Er geht auch nicht. Fehlt mir nur noch dieses Foto? Vielleicht? Möglicherweise. Ja, ach, scheiß drauf. Oh mein Gott, ey. Mann, das kann doch nicht sein. Wo ist denn dieser... Das kann doch nur ein Plattenspieler sein. Entweder ein Plattenspieler oder ein Foto. Aber ich konzentriere mich jetzt gerade ein bisschen auf den Plattenspieler. Ich war ja auch irgendwie zum Dachboden gekommen, ne? Das war der, der jetzt zu ist. Der geht nicht. Da ist ein Zettel, der mich einfach nur aufhält in meinem Handeln. Da kann ich nicht. Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Hier drin muss ich auch noch. Oh, ein menschliches Auge. Das ist ja skurril. Wie konnte ich das denn jetzt mitbekommen? Jetzt muss ich die Nummer alle ablaufen, ne? Gib mir noch das Auge. Ich krieg da kein Auge. Run, run. Bitte lass mir das Auge in der Tasche. Lass mir das Auge in der Tasche. Lass mir das Auge in der Tasche. Hau doch einfach ab. Nein, du kriegst mich nicht. Lauf, Digga. Lauf, Digga. Wo soll ich hin? Oh mein Gott. Liebe Sackgasse. Ich hab das Kinderzimmer nicht mehr gefunden. Oder war das weg? Jetzt bin ich schon wieder hier. Oh, das ist gut. Habe ich das Auge noch? Schmeiß es ins Feuer. Jetzt muss ich das nächste holen, ja? Er kommt. Gib mir ein Auge. Gib mir ein Auge. Wieso kann ich hier nicht nehmen? Warum kann ich das nicht nehmen?
die Reihenfolge entscheidend oder was? Hier war nichts. Hat er mich verloren? Wir schleichen uns einfach hier vorwärts. Muss ich jetzt alle Augen davon sammeln? Ich krieg hier nicht raus. Okay, eben bin ich links lang, jetzt gehe ich rechts lang. Plattenspielerbüro. Ins Office. Hier ist ein Auge drin. Ich kann es aber nicht nehmen. Was zum Geier soll ich hier tun? Hier? Bitte gib mir ein Auge. Ja. Blub. Es guckt mich an. So, wo bin ich hergekommen? Verdammt, ich habe vergessen, wo ich hergekommen bin. Da, hier, da, hier. Nicht hier. Hier! So Grandma wasn't sick at all. This thing is what really killed her. Ja. Hab ich's geschafft? Boah. Das war aber eine nervenaufreibende Runde. Mit Blackscreen zum Schluss. Lol. Ich bin einfach nur im Dunkeln. So, das war aber eine lange Folge und von daher verabschiede ich mich für heute. Wir machen das nächste Mal weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.